Wo sollte hier irgendwo sein? Nur wo? Wir sollten einen Blick auf den Straßenplan werfen, der dem Brief beilag. Hier ist er. Versucht doch mal, das Geschäft zu finden. Ist schon gut. Ist schon so gut wie erledigt, Professor. Juhu. Uhrenladenkarte. Irgendwas war mit den Zahlen. Hier siehst du den Straßenplan, der unsere Helden zum Uhrengeschäft führen soll. Wie es scheint, hat jemand eine Reihe von Uhrzeiten darauf verzeichnet. Merkwürdig. Der gelbe Pfeil stellt den Ausgangspunkt dieses Weges dar. Welches der Gebäude, das mit A bis J markiert sind, ist wohl der Uhrenladen? Kreise in den Buchstaben ein und berühre dann Antwort. Dann okay. Antwort. Das sind die 12, 3 sollen Richtung zeigen. Ach, die Uhr. Ach so. Okay. Guck mal, ich zeig dir mal. Soll ich das schon auflösen oder wollt ihr selbst drauf kommen? Wofür sind jetzt die Uhrzeiten da? Für Norden, Süden, Westen, Osten. Ja, das ist. Okay, so. Ach so, ja, okay, warte. 12, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ach so, ja, okay. Ach, links? Dann 6 Uhr. Das ist richtig. Und dann nach einer Runde. Ah. H ist das richtig. Ach, das kannst du schon auch, oder wie? Das Rätsel. Ja. Wie wäre es hiermit? Sag ich ja. Das Rätsel habe ich mir gemerkt, weil es so einfach war. Welches Lehrling ist kein Rätsel zu schwer? Die sagen die uns so Norden, Süden, Westen, Osten. Klar. Yay. Hurra, jetzt werden wir im Handumdrehen vor dem Geschäft stehen. Auf geht's, Professor. Ja, Luke. Doch zuvor, ja, wie man im Ort bewegt, das muss man nicht erklären. Kein Problem, Professor. Zuerst berührt man das Schuhsymbol. Dann muss man nur eine gelbe Pfeile berühren, um die entsprechende Richtung zu gehen. Exakt. Wenn du dich also an einen anderen Ort bewegen möchtest, berühre einfach das Schuhsymbol. Also berühre den Schuh. Und die erklärt uns über Pikerat. Nein, über diese Punkte da. Na, hallo, ihr jungen Hüpfer. Seid ihr an einem tollen Tipp interessiert? Ach, ich sehe es euch zwar schon an. Alles aufgemerkt. Berühre doch mal das Auto, das gleich da vorne steht. Los, nur keine Scheu. Hinweismünze. Kaputt! Hinweismünze. Oh, es ist einfach kaputt gegangen. Egal. Auto ist kaputt. Habt ihr das Goldmünzchen gesehen? Das da aus dem Auto hervorgekam? Das war eine Hinweismesse und sie gehört jetzt einzig und allein euch. Wenn euch mal ein Rätsel über das Kopfzerbrechen bereitet, dann könnt ihr dann mit diesen Münzen Tipps kaufen. Aber vergisst nicht, ihr könnt nicht beliebig viele Hinweismünzen finden, irgendwann ist es Schluss. Wenn ihr sie unnötig verjubelt, dann werdet ihr es irgendwann bitter bereuen. Hinweismünzen sind in den unmöglichsten Ecken und Nischen versteckt. Berührt einfach alles, was euch irgendwie auffällig erscheint, vielleicht findet ihr ja eine. So, das war's mal grob. Ich wünsche euch viel Glück auf den weiteren. Ja, ja. Also, wenn du ein Auto siehst, dann berührst du mal, dann explodiert das noch 5 Minuten. Ja, merke ich mir. Oh, mein Dach bestimmt. Warte, irgendwo. Dach. Ja, irgendwann. Also, ich meine, vielleicht da. Aber. Ein Baum? Ah, warte. Es kommt dafür. Sag ich doch. Nein. Ich weiß, das war's, oder? Es kommen nochmal 3 oder nicht? Nein, es kommen manchmal auch 4. Ich habe manchmal an einem Ort schon 4 Stück gefunden. Wir können jetzt nur dahin. Was mit dem Brett? Beim Brett steht nur der Busplan. Okay, los geht's. Oh, Professor, wie sollen wir eigentlich unseren Fortschritt festhalten? Ach, Alter. Ja, mach einfach weg. Nicht lesen. Ja, fehlt die Leute. Gott, guckt! Er guckt voll glücklich. Oh, du erzählst mir was. Oh, danke schön. Ja. Ach, wirklich? Ich wäre auch nicht selbst drauf gekommen. Ja, Rätsel in der kann man die ganze Rätsel normal machen. Ja, ich weiß, das habe ich gerade auch gesagt. Das ist dämlich. Ja, für Anfänger? Ey, wenn man den dritten Teil spielt, dann denkt man nur wirklich. Ja, weiß ja nicht. Vielleicht hat man alles vergessen. Alles. Ich sag mal alles. So wie man auf den Schuh klickt, hat man vielleicht vergessen. Und dann zeige ich es nochmal. Puh, das war ja richtig ausführlich. Ja, damit bist du im Bild, mein Junge. Mein Koffer wird uns auf unseren Weg sicher doch mal gute Dienste leisten. Ist klar, dein Koffer. Latens Notizen. Wie die Leute, die sich dafür interessieren, könnt ihr durchlesen. So. Es kommt. Ach
So, das werdet ihr mögen. Die Bildergeschichten, das werdet ihr noch mögen. Ihr müsst eine eigene Geschichte erfinden. Okay, Münze. Münze. Rätsel? Ja. All die Geschäfte hier scheinen geschlossen zu sein. Gut beobachtet, wahrscheinlich sind sie wohl eher zur Abendstunde geöffnet. Hat er. Wie, ihr sucht einen Uhrenladen? Das ist so ein Fettsack. Nee, da kann ich auch nicht weiterhelfen. Verstehe, trotzdem vielen Dank. Nee, Moment mal, vielleicht bin ich hier vor ein paar Tagen noch einem Uhrengeschäft vorbeigelaufen. Oha, wissen Sie denn noch, wo das gewesen sein könnte? nein, so ganz sicher nicht. Ich bin mir leider nicht. Wenn mir irgendwas beschäftigt, habe ich absolut keinen Sinn für andere Dinge. Ich bedauere. Hilf mir doch dabei, dieses Rätsel zu lösen. Da kann ich vielleicht mal wieder klarer denken. Ja, das haben Sie. Da haben Sie aber Glück. Rätsel sind nicht unser, das wäre eine Spezialität von mir. Pendelzeiten. Ach so, warte, welche davon war das? Lesen. Du brauchst eine Stunde mit dem Bus zur Arbeit. Nach 2 Stunden Arbeit gehst du wieder zur Bushaltestelle in der Nähe deines Arbeitsplatzes und nimmst den Bus zurück nach Hause. Unten siehst du die Busfahrpläne beider Haltestellen. Welchen Bus musst du also zur Arbeit nehmen, wenn du die Wartezeit auf deinen Bus für den so gering wie möglich halten möchtest? Wähle die richtige Abfahrtzeit aus und berühre die ja. Was ist das? Das ist jetzt, das sind die Fahrpläne, ne? Mhm. Was soll man jetzt aussuchen? Den kürzesten Weg. Ach so, okay, ja. Warte, ich glaube, ich weiß noch den Weg. 2 Stunden. Glaube, ich weiß es noch. Mhm. Okay, eh war es nicht, das weiß ich. Ihr könnt ja schon ausschließen. Warte. Okay, ich weiß es. Aber was ist das jetzt? Der Rückweg. Wie, aber der Rückweg dauert doch eine mit dem Bus zur Arbeit brauchst du 1 Stunde. Immer, steht doch da oben. Ich weiß nicht mehr, was genau das war. wann beginnt denn das? Man weiß gar nicht, wann der Arbeit geht. Warte, du brauchst 1 Stunde mit dem Bus zur Arbeit. Dann nach 2 Stunden Arbeit gehst du wieder zur Bushaltestelle in der Nähe und deine Arbeit nimmst den Bus zurück nach Hause. Also, du brauchst 1 Stunde dahin. Aber 2 Stunden kommst dann wieder. Ja, aber was sagt mir dieses, das hier aus? Was ist das? Das ist, glaube ich, dein Zuhause. Echt? Vielleicht, wann er los... Nice. Doch, wann er losgeht. Entweder dann, da... Oder nein, es gibt auch wieder keinen Sinn. Wer will schon... Wann kann er schon aussuchen, wann er gehen wird? Stimmt eigentlich. Aber es sind... Ich glaube, das war A. Warte mal. Was zum Teufel sagt mir das aus? Ich weiß es nicht mehr. Da habe ich die komplette Lösung wieder benutzt. Wollt ihr jetzt schon die Hinweismünzen benutzen, die wir bisher gefunden haben? Ich würde sagen, ja, das aber ist, das, wir wollen. Das wäre das dritte Rätsel, ja. Warte. Ich würde ja sagen. Für so ein leichtes Rätsel braucht man es nicht. Ja, das denke ich auch. Das sind nur 10. E ist es nicht, das kann ich jetzt schon sagen. Abfahrtzeiten aus. Ich sag C. C? Ja. Okay, ich sag A. Und du musst die? Nee, ich hab keine. Nimm einfach erstmal aus dem. Okay, mach du. Ich hab keine Ahnung. Das ist meine Antwort. Mann. Okay. Hä, ich check nicht, was ich muss wohl nochmal überlegen. Nimm mir ein paar Notizen. Ach, was? Willst du sofort A nehmen? Es war A. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Wenn nicht, dann habe ich mich blamiert. Wie wäre es hiermit? So wie. Ja. Und die also, dann nochmal von vorne. Ich habe keinen Bock, jetzt Hinweismünzen für ein leichtes Rätsel zu benutzen. Hä? Aber warte, ich... Die Aufklärung kommt dann danach. Die Aufklärung kommt ja gleich nur wieder, wenn ihr die richtige Antwort nehmt. Kann Notizen machen wie denn? Kannst auch darauf schreiben, da Notizen. Ja. Kannst du schreiben was? Ah. Nee, ist wieder so ein Grautum hinzeichnet. Ich schwör auf alles. Wenn das was? So ein kleinen Grautum hinzeichnet. Wolltest du mal? Ach ja, warte, so lange lese ich mir durch nochmal. Ja, du willst mich doch gerade jetzt verarschen, oder? Aber nein. Was machst du da? Ich weiß nicht. Soll das eigentlich abzu sein? Warte, ihr Chinese. Unten siehst du die Bus. Ey, das ist nicht dein Ernst, du zeichnest mich jetzt. Arbeit nehmen, wenn du die warst auf deinen Bus für den Rücken. Dann hab ich so ein krummes Auge, hallo? Du guckst nach rechts. Achso. Kommst du drauf? A und C ist falsch. Ich... A und C, warte mal. Ey, so böse gucke ich auch nicht, hallo?
Was ist mit meiner Lippe passiert? Zunge. Ach so. Wieso ist... Mach doch gleich Afro. Na Leute, das sind geile Notizen, oder? Ey, das ist richtige Elvis-Haare jetzt. Ja komm, jetzt machen wir irgendeine Antwort. Wir breiter Nacken. Ich hab ich verstehe nicht, was das hier sein soll. Ist das eine Arbeit? Sei ja, zu komm, Hause? Komm jetzt. Löschen, ja. Ich zurück, B. Das ist meine Antwort. Fickt euch doch, Alter. Es ist noch zwei E. Es ist nicht. E ist es hundertprozentig nicht. Ja, warte. Ja, ich verstehe nicht, was die rechte Seite soll. Das wird gleich aufgeklärt. Das steht da oben nicht mal. Okay, warte. Hm. Oh. Wie wäre es? Sag doch! Hast du eben D gedrückt? Ja, D hab ich gedrückt. Lass jetzt überlegen, was jetzt richtig sein kann, okay? Lass jetzt überlegen. Bitte, ich hab dir gesagt, das ist. Guck mal, du sagst am Anfang, dass es eh falsch ist, obwohl. Ja, so muss ich Spruch gehört. Los Leute, überlegen noch, was die richtige Antwort ist. Komm! Ja, ist auch so. Okay, nein. Ich will nicht ehrlich jetzt draufklicken. Echt? Boah, einer denkt wirklich noch, was die richtige Antwort ist. Klick ab, da kommt die ich Lösung. Ich verstehe. Da kommt die ich Lösung. Verstehe. Also die Lösung. Okay, erklär für die Zuschauer. Die linke Seite ist der Wasserplan zur Hinfahrt. Mhm. Und das ist der zur Rückfahrt. Mhm. Wenn er losfährt, braucht er eine Stunde zur Arbeit. Ja. Dann arbeitet er zwei Stunden. Es ist 3 Uhr. Kommt nach einer Stunde wieder zurück. Mhm. Es ist 4. Weiter die Erklärung. Ja, wie geht die Erklärung weiter? Das ist schon so gut wie gelöst. Ich bleib also auch falsch. Puh, da bin ich aber erleichtert. Warte, ich mal jetzt lesen. Drück mal einmal drauf, dann geht's schneller. Ey. Oh, du! Du hast gesagt, ich soll draufdrücken. Egal, wir können doch. Ey, wir gucken das gleich uns nochmal. Mir egal. Ja. Das war saubere Arbeit, Kleiner. Oh. Dankeschön. Was ist nun mit dem Unteruhrengeschäft? Ach so, ach ja, euer Geschäft. Am besten geht ihr einfach weiter geradeaus. Oh, hier, man sieht's. Ich auch. Ey, das ist einfach ein Klick und einer tut es noch. Er sagt den Anschein, jetzt länge hier einmal ein Rätsel in den da. Oh, ja. Da aber kein Grund zur Sorge. Ich bin sicher, dass wir den Uhrgeladen auch ohnehin weiter. Halten wir uns so einfach und weiter auf diese Fasse. Wie lange haben wir schon offen noch? Ich weiß nicht. Guck, um 0 Uhr fährt er los bei E, ne? Mhm. Um 0 Uhr fährt er los und nimmt den Bus nach Hause um. Was stand da? 5 Uhr. Ja. Ich will trotzdem nicht lesen. Kennt ihr noch den. Kennt ihr noch den Typen hier vom ersten Spiel? Ja. Nein. Und beim zweiten? Nein. Kennt ihr echt nicht mehr? Ich kenn ihn nicht mehr. Guckt euch diesen Typen wirklich an. Ja, ich weiß noch. Schnurrbart. Was haben wir denn. Schnurrbart. Wen haben wir denn hier für falsche Gestalten? Wir kennen uns doch nicht, stimmt's? Sind Sie sicher? Ich könnte schwören, dass wir uns irgendwo mal getroffen haben. Nein, kann ich sein. Und selbst wenn es so wäre, täte ich das überhaupt nicht zur Sache. Hört mir lieber zu, ich habe da etwas wirklich Tolles, das euch verraten möchte. Meinen Sie Hinweismünzen? In dem Fall vielen Dank, aber wir wissen bereits Bescheid. Der hat beim ersten Teil das erklärt mit den Hinweismünzen. Also Anspielung auf den ersten Teil. Eine sehr nette ältere Dame hat uns gerade eben eine kleine Einführung gegeben. Was aber? Niemand erklärt Hinweismünzen so gut wie ich. Wie konnte ich nur jemand anderen meinen schönen Text aufsagen lassen? Nicht so böse Schnurrbart. Ist das etwas normalerweise Ihr Text? Aha, dann kennen wir uns also doch. Mir wurde gerade etwas heiß um den Schal. Oh je, meine, ich muss dringend nach Hause. Bis demnächst immer wieder. Wir können da ra- Oh, scheiße. Juhu. Wohin führen diese Treppen wohl, Professor? Von hier aus sieht das aus, als legen bloß Reihen von Wohnhäusern in dieser Richtung. Übrigens fällt mir beim Thema Treppen ein interessantes kleines Rätsel ein. Willst du es hören? Aber seltsam ist das selbstverständlich. Du musst jetzt wissen, wenn du 10 Stufen sind, wie viele Schritte brauchst du, um da hochzukommen? Ach so, da muss man rechnen. Ach so. Ja. Ich bin auf die Antwort nicht gekommen. Okay, warte, zwei eifrige Umzugshelfer, GLS, sollen sieben Kisten in den obersten Stock tragen. GLS-Mitarbeiter. Ja. Der Bulli.
Gesund, da ist der bulligere der beiden kann Zeugkisten, was heißt bulligere, auf einmal tragen und braucht eine Minute bis in den obersten Stock. Der kleinere kann zwar nur zwei eine Kiste tragen, braucht aber die 30 Sekunden bis zum nach oben. Wie schnell ist der? Rückweg und Hinweg dauern stets gleich lang, beide machen keine Pausen und können keine Kisten aneinander abgeben. Wie viele Minuten brauchen sie mindestens, um sie 7 Kisten nach oben zu tragen? Also 30 Minuten, 30 Sekunden brauchen die beide. Ne, für hin und zurück insgesamt oder? Warte, ich lese mal. Hinweg und zurück, Rückweg und warte. Okay, ich lese aber, warte. Tragen braucht eine Minute bis in den obersten Stock. Also der Dicke braucht länger. Ja. Der Kleine braucht 30. Warte. Warte, der Dicke warte, kann 2. Eine Minute ist vergangen. Der Kleine kann. Es sind 7 Kisten, ne? 3 Minuten. 3 Minuten sind das. Warte, 1. Hä, was? Guck mal, da ja, okay, okay, was? Warte, 1. 3. Ich sag 7. 7 Minuten. 7 Minuten. Nee, warte. Ich sage. Die, ach, nach oben zu tragen. Ja, aber denk daran, die müssen noch runter. Ist mit einer Minute hin und zurück? Müsste, also 30 Sekunden der braucht Bullige, sie nach oben, der, aber sie müssen noch nach unten. Kann zwei Kisten gehen. Auf einmal tragen und braucht eine Minute bis in den obersten Stock. Der kleinere kann zwar jemals eine Kasse tragen. Ja, nach unten. Warte, nach oben, nach unten. Am Schluss darf man nur nach oben zählen, weil die nicht wieder nach unten müssen. Ja. 3 Minuten. Ist doch so. Nein, guck mal. Guck mal. Er kann 2 tragen. 2 Minuten sind vergangen, 4 hat er schon. Der kleine kann 30 Sekunden. Eine Kiste und 30 Sekunden. 2 Minuten. Wollen wir Notizen machen? Ohne Memento. Nein, nein, nein. Oh, du weißt nicht, warte, lass dich noch mal kurz überlegen. Also. Hör auf, hör auf. Nee! 1, 2. Vogel. 3, 4, 5, 6. Wolke. Wenn das stimmt mit hoch und dann sechs, würde ich auch 7 sagen. Ich sag 6 an. Nein, ich sag doch 6,5. Er muss ja nicht. Ich glaube 6,5. Würde ich sagen. Wieder runter, ich hab einfach so gerechnet, dass er 6 treibt und er einen. Echt? Warte, 3 ist es nicht mehr. Kann man ja machen. Weil, sagen wir so, die 3. Sagen wir, die gehen beide gleichzeitig, ne? Soll ich eingeben? Dann 3. Was? 0. Wenn ihr 6 irgendwie geht, das. Warte. Die Rechnung. Ach so, dann kann es. Ach so, dann sind es. Das ist nur zum Verwirrung so. Warte mal, der Dicke braucht insgesamt 4 Minuten. Ja. Der Kleine braucht, er muss jetzt 3... 3 Minuten. Warte, der Kleine trägt nur eine Kiste. 2,5 Minuten braucht er. Nee, das meine ich ja mit halb. Geht ja, das jetzt hier? Geht ja schlecht, oder mit halb? Nein, oder? Halb nicht. 6 Minuten oder 7. Warte, ja, sechs oder was habe ich gerade gesagt vorhin? 6. Habe ich 6 gesagt? Ja, der Dicke muss ja auch wieder. 6 ist richtig, der Dicke muss ja nicht wieder runter. Ja. 6 muss es sein. Wie wäre es hiermit? Ja. Hab ich nicht vorhin 7 gesagt? Am Anfang. Aber das war irgendwie schon irgendwie. Warte. Anstatt die Aufgabe komplett den Kopf auszurechnen, kann es helfen mit der. Hab mal gesehen, einen Baum haben wir gezeichnet. Sollen wir 7 machen? Warte. Warte, nochmal lesen. Warte. Warte, ich überlege jetzt auch gerade. Der Fahrzeug braucht 4 Minuten hin und zurück. Han hat schon 4 Kisten hochgebracht. Der Kleine braucht 30 hin und 30 zurück. 1 Minute ist vergangen. Hat er eine Kiste geschafft? 5 Minuten. 7. Warte. 100%ig, das ist 7. Warte. Aber erstmal richtig. Aber guck mal meine Rechnung jetzt an. Warte. Aber du hast auch bemerkt, oder? Am Anfang, aber jetzt. Ich überlege ja nochmal. Warte, lass mich kurz überlegen. Ich habe die Rechnung raus, deswegen. Guck mal, der Fettsack braucht 4 Minuten hin und zurück und hat schon 4 Kisten rum. Der Kleine braucht 1 Minute hin und zurück und hat eine Kiste. Und da ist der Fettsack wieder schon ja, unten. Du hast ja mit hin und zurück gerechnet. Ja, 1 Minute, 30 Sekunden braucht der Kleine. 1 Minute, 5 Minuten. Der Fettsack braucht hin und zurück 2 Minuten und hat schon 2 Kisten hochgebaut. Dann sind es 7. Habe ich am Anfang gesagt, aber ob das jetzt wirklich stimmt, kannst du ja nochmal eingeben. Ich versuch's einfach. Soll ich machen? Nochmal. Ich versuch mal. Ich glaube, das muss richtig sein. Wie wäre es hiermit? Ich sag 5. 5? Ja. Oder ist, ich guck mal eine Antwort, die ich am Anfang gesagt habe. 3 ist richtig. Na, gib mal bitte 5 an. Erklär mir dann auch gleich, wie du drauf gekommen bist, okay?
Oder einfach Stopp machen. Noch nix, Stopp. Wir zeigen den ganzen Fake. Fragezeichen. Wir kommen auf ja, so Antwort. Wenn es 5 ist, ist es extrem. Das Rätsel ist schon so gut wie gelöst. Okay, aber es ist nicht 10, das weiß ich. Ich muss wohl noch mal überlegen. Müssen wir da 2 Felder? Ich weiß nicht. Gib mal. Versuch mal. 6,5 geht nicht. Kannst du ein Komma machen? Aber kein Komma. 6,5? Ich versuche jetzt einfach mal. Ich versuche einfach mal Glück. Warte mal. Ich versuche einfach mal Glück. Wenn jetzt das 4 richtig ist. Meine Antwort. Nein. Okay, 3. 3 ist es richtig. Was ich am Anfang gesagt habe. Pass auf, dass du nicht die rechten drückst. Ich will jetzt dafür keinen Tipp verschwenden. Willst du kein Komma einsetzen, versuchen? Komm, wir können machen. Gib mal 2 einfach irgendwelche Zahlen rein. 2 und dann Komma. Komm, Fragezeichen. Nee, mach mal, Zahl. Schau mal noch eine, schau mal eine Zahl. Komm mal eine Zahl hier. 28. Wie viele Minuten braucht sie mindestens? Ja? Brauchen sie nicht. Brauchen sie, verdammt. Das ist meine Antwort. Ja. Was ich am Anfang gesagt habe. Warum 3? Was ich am Anfang gesagt habe. Du wusstest es aber. Du hast die Zahl noch im Kopf. Ja, deswegen kann jetzt mir auch nicht wissen, warum. In 3 Minuten ist die Schlepperei erledigt. Da oben siehst du das, warte. Die Logik, warte, die fangen von so an. Okay, haben die 3 Kisten schon oben gebracht. Hä? Ich dachte, Hin- und Rückweg braucht der Fahrzeug 1 Minute. Achso, okay. Ja. Ja, es kommt hin. Okay. Ja, okay. Obwohl, nein. Ich verstehe die Logik. Die haben den Rückweg nicht berechnet, da? Doch. Wo? Hier. Achso. Doch. Ah. Hä? Ich verstehe die Logik nicht. Doch, ist richtig. Erklär mal jetzt mal weiter. Das geht ja gleich weiter. Erklär mal. Erklär, Alex. Wo bin ich gerechnet? Hast du das Bild nicht gesehen? Ich verstehe das nicht. Weil, guck mal, der hat sich gerade rumgezuckt. Rückweg, da stand da, Hin- und Rückweg brauchen die jeweils die gleiche Zeit. Also, der Fahrzeug geht einmal hoch, 1 Minute, geht zurück, 1 Minute. Aber da ist irgendwie nur 1 Minute braucht er dahin. Und er muss 7 Kisten nach oben bringen. Irgendwie hat er auch... Er muss ja nicht wieder runter. Das ergibt gar keinen Sinn. Stimmt. Doch. Wie jetzt? Hättest du es bitte angelassen, dann hätte ich es dir erklärt. Gleich nach dem Part. Der Part hat begonnen. Ja, nach dem Part. Ja, okay. Okay, wir sehen uns im nächsten Part. So.